Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge RimWorld mit mir, eurem Illyria, Laila, Buraku, Taku, Jaitski, Shari, Johnson, Ward, Vogeli und Sam. Zumindest unsere Kolonie. Ja, wir haben in der letzten Folge ziemlich viel einstecken dürfen. Unsere Laila ist übelst verletzt worden. Aber ich gebe unsere Laila nicht auf. Wir haben hier in der Forschung die Möglichkeit, Prosthetik zu erforschen. Zum Beispiel Ersatzorgane. Die hat ja, glaube ich, einen Nierenschuss gekriegt. Und da kann man zum Beispiel eine Ersatzniere bekommen. War das jetzt eine Niere? Ja, ne? Gucken wir nochmal nach. Nee, Lunge. Die linke Lunge. Gut. Hier kriegen wir auch einen Lungenersatz. Den Kiefer befürchte ich, da können wir wohl leider nicht mehr viel machen, oder? Wohl nicht, nein. Doch, bionischer Kiefer. Wir werden uns auf jeden Fall hier hinbewegen, für einen bionischen Kiefer. Also wir bauen unsere Laila wieder auf. Trotzdem, das hätte natürlich nicht passieren dürfen, aber es gibt leider in jedem Krieg Opfer. Wichtig ist, dass unsere Laila sonst wieder gesund wird. Oberkörper, den kriegen wir geheilt. Die Wirbelsäule kriegen wir geheilt. Wir wissen aber klar, durch menschliche Zähne. Wissen aber hat jetzt nicht unbedingt irgendwelche Einflüsse außer Effizienz beim Laufen. Sprechen kann sie durch den zerstörten, durch den abgeschossenen Kiefer gar nicht mehr. Überlegt euch das mal. Der Kiefer ist weggeschossen worden. Oh. Hier können wir natürlich nichts machen, das ist ganz klar. Wir brauchen wahrscheinlich einen Prosthetiktisch. Ich weiß es aber nicht so genau. Gucke ich am besten mal gleich nach. Küchenschrank. Erhöht die Kochgeschwindigkeit des nahegelegenen Herds. Ein Herd kann gleichzeitig nur mit zwei Küchenschränken verbunden werden. Interessant. Schiffslandungsbark, okay. Schild zu meditieren. Was haben wir denn hier? Eine Brauerei. Haben wir noch keine Brauerei, liebe Zuschauer, dass wir deswegen kein Bier brauen können? Nein, das hat mir zufälligerweise auch Hiski mitgeteilt. Weil ich hatte nachgesehen, er hat nachgesehen und da haben wir mal eben rausgefunden. Ja, ohne Brauerei kein Bier. Machen wir doch einfach mal. Allerdings interessiert mich gerade eher was anderes. Ein Fabrikationstisch. Haben wir den nicht? Der ist die Mechanikerwerkbank. EMP-Granatwerfer. Cool. Das könnte uns den Tag retten. Acht Bauteile, 75 Stahl. Wenn es sonst nichts ist. Ah, hier ist der Fabrikationstisch. Bauteile herstellen. Machen wir erstmal 6 Stück. Das braucht immerhin 12 Stahl. Aber in erster Linie braucht das Ding Strom.
Stimmt, wir haben ja noch so drin eine Anbauzone zum Futter herstellen. Oh. Wie geht's Laila? Buraku? Explosion getroffen. Wann muss die nächste Behandlung gemacht werden? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hat nur noch leichte Schmerzen. Sie wird gerade schön von Shari gefüttert. Wobei ich mich ganz ehrlich frage, wie kann man noch essen? Na, die Vorstellung ist schon ziemlich unheimlich. Natürlich, unser letztes Bauteil geht in einen defekten Kühlschrank unter. Solange leider nicht kann, wir brauchen noch immer einen Koch. Sam. Sam, du bist unser neuer Koch, vorübergehend. So. Und ich denke mal, sie ist unsere Forscherin, nicht wahr? Nein, das ist Takuya. Ach, sie forscht sogar gerade. Ja, wunderbar. Geht das Zeug? Nee, ne? Verrottet. Mist. Der Turm hat eine ordentliche Reichweite. Den Turm könnte ich beikommen, indem ich mit Nahkampfangriff sogar auf ihn losginge. Aber das geht nicht, weil wegen diesem Ding hier. Ich weiß offen gestanden nicht aktuell, wie ich diesen Teil beikommen soll. Das Ding wird uns in 3,7 Tagen gefährlich, wegen Wetterveränderungen. Andererseits besteht eine gewisse Chance, wenn das Ding weggeschossen wurde, dass ich dann vielleicht besser auf diesen Turm schießen kann. Was macht ihr denn da? Natürlich. Guckt euch mal die Küche an, wie soll ich? Wäre es, wenn du ein bisschen die Küche putzen würdest? Uraku, so leid es mir für dich tut, aber wir brauchen dich. Wir nehmen grundsätzlich noch einen zweiten Mann mit, für den Fall der Fälle. Okay, wir müssen es nochmal versuchen, liebe Zuschauer, es geht nicht anders. Laila. Bewusstsein 90%, wegen seinen 90% trotzdem. Mädel, du gehörst ins Bett. Von mir aus, dann spiel eine Runde Schach. Junge, sollst du nicht kochen? Entspannt sich mit anderen.
Möchte mal es ausprobieren. Nicht getroffen. Aber guck mal, der hat eine sehr, sehr langsame Schussfrequenz. Ich hätte zwei, dreimal schießen können. Wir müssen das Ding kiten, wie man so schön sagt. Wir müssen das Ding kiten, wie man so schön sagt. Immer noch nicht getroffen, weil das gibt's doch nicht. Dann schießen in 0,8 Sekunden. Ja, wir haben Treffer, wir haben Treffer. Ja, Treffer. Treffer. Warte mal. Ja, 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 ja. Komm, da, komm, Buraku, du schaffst es. Räche Leila und dich. Oh oh. Jetzt hat er Buraku anvisiert. Nein, du solltest darauf schießen. Wir müssen es gucken, wie wir es machen. Ich wusste es, dieser Drecksack schießt dies auf Buraku. Ja! Tschüss! Oh! Geschütztürmchen ist putt. Das hätten wir schon mal. Das hätten wir schon mal. Oh, schon. Schön. Währenddem heilt sie mal eben. Wimmel, Herrgott, das mach doch mal richtig, bitte.
Kopfschuss. Ernsthaft? Amikaze? Jawohl! Wir haben es geschafft, liebe Zuschauer. Die Gefahr ist gebannt, abgesehen von diesem Gebäude. Wie weit ist es gerade gefährlich? Linker Arm hat einen Schuss, Nase hat einen Schuss. Also ist jetzt aber jetzt nicht unbedingt so dramatisch und gefährlich. Herrlich. Das kriegen wir schon mal hin. Metallschrott, Metallschrott. Oh, eine Kuh hat ein Junges zur Welt gebracht. Was? Orako ist gestresst. Er hat kein Futter dabei. Die hat Kopfsalat dabei. Nee, er. Takuya ist ein R. Hiski, ich will, dass du mithilfst. Wir machen das folgendermaßen. Ach komm, gibt lecker Fleisch. Oh. Und... Yay! Klimaregulator wurde zerstört. Mech-Cluster-Konstruktionen wurden zerstört. Plastahl! Bauteile. Naja, ist jetzt nicht besonders viel, aber... Nimm mit. Hiski. Nimm mit. Das können wir auch zerstören. Warte mal, in Besitz nehmen. Hey. Abreißen. Chari? Kannst du holen? Nein. Was? Wieso kein Lagerplatz? Kein freier... Was?
Lager. Leichen. Ja doch, mitnehmen. Pikinier muss neu sein, ne? Ich denke, dass ein Pikinier wohl neu ist. Verrücktes Eichhörnchen. Ein hiesiges Eichhörnchen ist verrückt geworden. Er wird jeden Sichtweite angreifen. Nein. Wir haben ein durchgeknalltes Eichhörnchen an der Backe. Nicht schon wieder. Liebe Zuschauer, bedeutet das der Tod? Das werden wir gleich herausfinden. Da die Waffen aktiv sind, kann ich darüber nur müde lachen. So, das Meerschweinchen können wir nicht essen, das wissen wir ja schon. Johnston hat Schmerzen. Ah, starke Lebensmittelvergiftung. Kann nicht ins Bett. Was mache ich dann mit ihm, wenn er eine starke Lebensmittelvergiftung hat? Okay. Er fühlt sich einfach nur krank, aber sonst passiert nichts. Johnston, ich glaube, du wirst dich mit dem Eichhörnchen anlegen müssen. Oh. Eichhörnchen ist tot. Flüchtet. Dein Ernst, oder? Takuya. Ja, ruh dich aus. Du hast gut gekämpft. Oh, immerhin. Mech-Cluster besiegt. Blut schlägt Metall. Ihr verdammten Maschinen. Layla ist wieder gesund. Naja, gut. Trotzdem ist das hier echt mies. Bewusstsein 90%, Bewegen 78%, Arbeiten 90%. Die kann gar nicht mehr sprechen. Und Essen ist sehr schlecht. Oh, atmen kann sie nur 50%. Oh Gott, die tut mir echt leid. Die tut mir echt leid, das ist echt mies. Und das war eine meiner besten. Wir machen dich wieder zu dem, was du warst, liebe Layla. Wir kriegen dich wieder hin. Übergibt sich. Oh, die Küche ist immer noch versaut. Oh, nee, nee, nee. Stahl haben wir genug. Bauteile haben wir gar keine mehr. Eins nur. Das Ding ist noch unfertig. Lassen wir die Nacht mal vernünftig durchschlafen. Johnston, warum gehst du nicht ins Bett? Weil du dich übergibst. Ich wollte gerade sagen, du gehörst ins Bett. Johnston, du gehörst ins Bett. Und Layla begibt sich wieder in ihre alte Arbeit. Sie kocht. Naja, zumindest hat sie es versucht und ist danach schlafen gegangen. Shari, was ist los mit dir? Du bist ausgeschlafen. Okay. Okay. Aber immerhin, sie haben alle den positiven Effekt Mech-Cluster besiegt. Wir haben Frühling, das heißt wieder Anpflanzzeit. Brauerei, wir wollen Bierwürze mischen. Machen wir 10-mal Bierwürze. Braucht dafür wahrscheinlich Hopfen. Genau. Null Probleme. Möbel, wir brauchen einen Stuhl.
Intensivbett, ein Bett, das speziell zum Behandeln von Kranken entworfen wurde. Das Bett ist verstellbar und bietet Anschlussmöglichkeiten für medizinische Geräte. Es sorgt für bessere Behandlungsergebnisse als ein normales Bett. Also ein intensivmedizinisches Bett. 5 Bauteile haben wir aktuell nicht. Oh, schönes Leder. Ja, unser fleißiger Hiski wieder. Natürlich ein guter Stuhl, aber hätte ein bisschen besser sein können, mein Junge. So, Brauerei. Wer macht das eigentlich? Es dürfte Handwerk sein, oder? Johnston ist ja für Handwerk. Ah, das machen Köche. Dann Sam. Machen wir hier. Mische Bierwürze. Bierwürze. Sam. Okay, das ist jetzt alles voller Hopfen. Sag mal, wird es eigentlich nochmal hell, beziehungsweise wird es eigentlich nochmal wieder, ne, es war ja schon hell. Tricks Plastahl. Mach das. Alter, das ist so diesig, das Wetter, man sieht nichts. Ah, okay. Metallschrott, ab nach Hause. War nicht noch irgendwo ein Mechanoid? Oder haben wir den auch schon mitgenommen? Man sieht einfach nichts im Dunkeln. Da ist ein Pikenier. Fehlende Körperteile 9. Das rechte Hinterfuß. Ja. Hat er verdient! Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Einen Kühlschrank machen wir für die Bierwürze. Hopfen. Das habe ich hergestellt, ne? Hergestellt. Bierwürze. Dann machen wir da vielleicht Hopfen raus. Ja, ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das Wetter ist besser geworden. Jetzt gucken wir mal nach, ob wir zufälligerweise hier noch Mechanoiden liegen haben. Also bis jetzt sehe ich keinen Mechanoiden. Guck mal, Ambrosia. Hier ist Stahl. Teilschrott kann mitgenommen werden. Medizin haben wir ja genug. Wir haben für Leila die beste aufgewendet, die wir haben. Also im Großen und Ganzen sind wir durch den Kampf gut durchgekommen. Nur dass es Leila bedauerlicherweise böse erwischt hat.
isst üppige Mahlzeiten. Naja, sofern die Arme essen kann. Repetiergewehr ist fertig geworden. Schön. Wo ist das? Da. Oh. Repetiergewehr. Riker hat es... Ford hat das gemacht? War das nicht Johnson, der die normalerweise dafür zuständig war? Handwerk 7? Repetiergewehr exzellent. Titel Hiskys Kamerad. Oho. Diese Waffe enthält Darstellungen von Yutos, also Hiskys, von Hisky Lutz, wie er in die Ferne blickt und einen hoffnungsvollen Ausdruck hat. Er ist von 7 Yaks umgeben. Das Bild scheint Gewalt auszudrücken. Diese Zeichnung erzählt von dem Ereignis am 2. Dezember 5503, als Hisky zu einer höheren Macht betete. Oho. Ich würde sagen, Hisky, das ist deine Knarre. So. Wir nähern uns auch schon dem Ende der Folge, liebe Zuschauer. Fernkampf. Lass uns mal gucken, wer die Knarre kriegt, die jetzt übergeblieben ist. Ja, ich weiß, ich könnte Takuya die Knarre geben. Mit Fernkampf 7 ist sie nicht ganz verkehrt, aber wir brauchen jetzt sowieso erstmal weitere Fernkämpfer. Nehmen wir fort. Ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Buraku kriegt das Maschinengewehr. Trainiert? Was willst du denn an ihm, was willst du an dem Kalb trainieren? Ach, die Zahmheit. Wenn du fertig bist. Warte. Takuya, warte. Schnapp dir bitte erstmal das Maschinengewehr. Dann kriegt Ford. Aber er sieht nicht gut, ne? Durch seinen grauen Star sieht er nicht gut. Warte mal, bewegen. Der hat zwar einen guten Skill, aber durch seinen grauen Star sieht er nicht so gut. Nee, der ist nicht geeignet für Fernkampf. Nehmen wir Fugli. Ich meine, Johnson hat ja eigentlich Interesse an Fernkampf, aber er hat aber auch ein Interesse an Nahkampf. Also lassen wir ihn die Keule erstmal. Shari macht gar nichts. Johnston. Wir brauchen Fernkämpfer, aber der hat Nahkampf besser. Fort. Komm, nehme fort. Krall dir die Knarre. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Erfolg errungen, liebe Zuschauer. Und zwar, wir haben nicht nur den Mechanoidenschwarm besiegt, sondern wir haben jetzt auch noch, ja, was haben wir dadurch? Wir haben neue Materialien? Nee, also, wir haben eigentlich dadurch, weil Layla schwer verletzt wurde, ist natürlich nicht so gut. Unser armer Hisky leidet natürlich darunter, dass er jetzt so eine Frau hat, die ein bisschen entstellt ist. Aber wir sind dran, wir versuchen hier durch Prothetikforschung Ersatzorgane für unsere Layla zu bekommen, dass wir sie wieder in Schuss kriegen. Und ja, ansonsten, mit dem Bild hier verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ich. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.